dann schau mal offen auf die Ziele. Inzwischen, also ich, inzwischen bin ich ganz kritisch mit Zielen, oder? Das habe ich ja gesagt, weil ich habe meinen beruflichen Werdegang reflektiere ihn auch immer wieder und habe zu meinem Entsetzen am Anfang, jetzt nochmal, aber am Anfang, festgestellt, dass ganz viele Weichenstellungen passiert sind. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Da ist er gekommen und dann hat es angefangen. 3 Minuten da und... Und dann hast du gewusst, das ist es. Nein, nicht, dann habe ich angefangen nachzudenken. Also, bei mir ist das, ich würde sagen, in 80% der entscheidenden Schritte ist es genau so passiert. Die zweite Situation war, dass ich mich deutlich unwohl gefühlt habe. Denken zurück, Bramboveri, englisches Team. Das war mir jetzt langsam, das war mir jetzt langweilig. Da habe ich mich unwohl gefühlt. Das hat noch eine Facette. Dann bin ich in Personalabteilung und habe gesagt, ich möchte unbedingt ins Projektmanagement. Ich möchte irgendetwas mit Kunden zu tun. Dann hat er mir angelegt und gesagt, bei Bramboveri kommt man nur ins Projektmanagement, wenn man vorher 5 Jahre entweder in der Konstruktion oder in der Forschung war. Die Konstruktion war ein Gräuel, weil Konstruktion war für mich ein Brett vor dem Kopf. Oder damals haben wir noch Reisbrett und ein Brett vor dem Kopf wollte ich ganz und gar nicht. Darum bin ich dann gegangen. Aber das Entscheidende war, es hat mir nicht gefallen und darum habe ich Alternativen gesucht. Oder es ist jemand an mich herangetreten, das war damals im Management Center so, mein Chef, der Gustl Scheppi, hat gesagt, Manfred, da gibt's so etwas wie Organisationsentwicklung, die Holländer sind da ganz weit, bei uns kann man es noch nicht einmal buchstabieren. Hättest du nicht Lust nach Zeist, Zeist ist deutschsprachig, hättest du nicht Lust nach Zeist ins Niederländische Pädagogische Institut und dir das einmal arztlosen? Natürlich bin ich marschiert, oder? Ich war neugierig und bin marschiert. Also Ziele sind bei mir sehr oft entstanden durch Ereignisse. Ich war kein sehr geplanter Mensch. Ich war ein neugieriger Mensch und ein offener Mensch. Und vielleicht wäre der Weg auch unter Umständen ganz anders verlaufen. Aber es war okay, oder? Es hat mich herausgefordert und es war okay. Wie immer mir... Ich muss da schnell umblättern wieder. Wie immer ihr gestrickt sind, oder? Es ist gut, Ziele zu haben. Es ist auch gut, Ziele spontan zu entwickeln. Wichtig ist, dass man überhaupt eine Perspektive hat. Oder? Es ist eine gute Übung, zu überlegen, ja, wo sehe ich mich denn in 5 Jahren? Ich bin 75, also 76 sehe ich eigentlich am 15. April. Ja. Du, wenn es der Herrgott zulässt und wenn es meine Gesundheit zulässt, dann passiert schon noch was in den 5 oder 10 Jahren oder so wie immer. Ich hätte dann früher an dieser Stelle immer den Meterstab aufgezeigt, den kennen wir auch, oder? Wir haben eine Lebenserwartung von etwa 82 Jahren, also 82 Zentimeter. Und dann kannst du überlegen, wo du stehst, oder? Bei 30, bei 35, bei 40 und ich stand bei 75. Scheiße, oder? Könntest du denken, nein, oder? Dem Leben Inhalt geben, sich etwas vornehmen, das denke ich ist ganz wichtig. Nicht einfach dahin leben, das ist die Frage, das ist die Kategorie der Ziele. Also Ziele, Perspektive, Schwerpunkte, das schwingt bei mir alles mit. Oder? Es muss nicht unbedingt das messbare und überprüfbare Ziel sein, das ich in 3 Jahren erreiche. Wenn es das ist, passt es auch. Aber es muss es nicht sein. Also die, die das nicht können, müssen nicht traurig sein. Es gibt noch einen Tipp an der Stelle. Ich habe gelernt, vor allem in Veränderungsprojekten, dass es sich lohnt zu definieren, was nicht passieren darf. Sogenannte Nicht-Ziele. Also auf keinen Fall darf passieren. Das wäre wichtig, oder? Also mir, man kann das nicht immer sagen, oder? Aber mir sollte auf keinen Fall passieren, dass ich abhängig werde von irgendjemandem. Das kann man nicht sagen, aber es ist ein Gedanke. Der hat dazu geführt, dass ich 50 Kilo abgenommen habe, zum Beispiel. Das ist allerdings schon 10 Jahre her. Oder? Der führt dazu, dass ich im Moment jeden Tag Bewegung mache. Wenn man sagt, du, hallo, Fitness ist wichtig, oder? Also, nicht ruhen, sondern gehen. Also das sind so Perspektiven, das sind Dinge, die man vermeiden möchte. Also alles das hat bei mir in der Zielkategorie Platz. Ja? Dass man es nicht zu technokratisch, nicht zu bürokratisch sagen. Also es muss nicht die Zielvereinbarung
mit, die messbare oder smart nennt man das, hat man das früher gesagt, oder? Herausfordernd und messbar und zeitlich zeitlich eingeordnet und so weiter. Kann sein. Ist in Ordnung, wenn es so ist. Muss aber nicht sein. Viel wichtiger im Zielbereich ist die Frage, wo bin ich jetzt angekommen? Und wollte ich eigentlich auf den Staufern, aber ich stand am Zanzerberg. Und warum stand ich nur am Zanzerberg und nicht am Staufern oder im Fürst? Hat mir irgendetwas abgelenkt? Hat mich etwas vom Weg abgebracht? Oder passt es, oder? Weil der Zanzerberg ist auch ein schönes Ziel. Es muss nicht der Fürst oder der Staufersee. Die Überlegung, die ist meines Erachtens wichtig. Das sind für mich immer wunderbare Gespräche mit meiner Frau. Die hat mir nämlich, meine Frau hat mir angeschaut, oft im Leben schon. Und hat gesagt, jetzt brütest du wieder irgendetwas aus. Dann sage ich, aber was siehst du das? Dann sagt sie, ja, weißt, du bist einfach nicht da. Du bist irgendwo. Und dann sage ich, ja, weißt, das stinkt mir, das hätte ich eigentlich gern anders. Oder das hätte ich gern erledigt, oder das möchte ich ganz gern. Das hat alles Zielcharakter. Okay.